Hallo und herzlich willkommen. Ja, manchmal weiß ich nicht und darum dauert das auch mal ein bisschen, bis ich mal Hallo hier sage. Weil ich nie weiß, nimmt das Aufnahmeprogramm jetzt auf oder nicht? Ich hatte da schon mal einige Fehltritte mit gehabt, deswegen nicht wundern. Klicker, ja, Klicker, genau. Ist ein bisschen eine Weile her schon und als ich das mal gespielt habe, aber ja, ich spiele es einfach mal wieder. Und wieso nicht, ne? Also kann man ja mal machen. Und kamen einige Updates raus. Wie man hier erkennen kann, mit Chat-Funktion. Man kann jetzt Leute anscheinend angreifen. Ich habe so einen Blödsinn noch nicht gemacht bisher. Ich weiß auch gar nicht, wie das sein soll mit dem Angriff und so ein Kram. Ist mir auch eigentlich Latten. Ja. Das Spiel, weiß ich nicht, hat sich irgendwas getan? Hat sich was verändert? Ich glaube soweit nicht. Zumindest erkenne ich jetzt gerade nichts. Habe ich schon alles freigeschaltet? Okay, merkwürdig. Auf jeden Fall sehe ich, dass hier so ein Kram hinzugefügt worden ist. Ah, ja. Komm, kauf dir, heißt das hier. Was ist das denn? Ranked Fights. Fight the best warriors and take your place in global ranking. Aha. Also kamen interessante Updates offenbar. Finde ich cool. Oh, hier hat jemand im Chat geschrieben. Kann ich das irgendwie öffnen? Ah, so geht das. Press it, Noob. Aha. You wanna fight? So, ja. Also wie gesagt, gab es ja anscheinend offenbar neue Updates und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ist schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. Wartet mal, also hier, also Flair haben wir nicht. Aber es geht hier mit Sicherheit weiter. Ja, guck mal hier. Ist denn hier 75, müssen wir Level 75. Klicken wir uns mal eben hin. Diese Handyspiele gibt es ja auch, diese Klicker-Dinger, ne? Das ist der Akku sofort leer. Das waren noch Zeiten. Ich habe übrigens eine Billion, habe ich. Also nicht wundern. Ich habe wirklich über Tage lang, nein, Tage lang nicht, monatelang nicht mehr gespielt, dieses Spiel. Also das ist ein bisschen Hardcore. 50, Level 50. Ich habe jetzt einfach gedrückt und gelabert. Da konzentriere ich mich immer ganz schlecht, aber es ist, glaube ich, passiert jedem. So, was haben wir denn hier? 75, cool. Da haben wir noch mehr Monster, noch mehr zum Angreifen. Er hat nicht mehr, er hat mich nicht mehr angeschrieben. Er will also keinen Fight. Er weiß ganz genau, ich bin Erwin. Ich hatte auch schöne Stunden mit Rainbow Six mal wieder gehabt. Also, da habe ich leider keine Folgen gemacht, weil ich mir so dachte, oh nö. Weil das Ding ist, da muss man sich halt konzentrieren. Und wenn man sich konzentriert, kann man natürlich nicht so labern. So wie ich. Laberababa. Da kann man sich einfach nicht konzentrieren und man ist einfach grottenschlecht. Ist natürlich toll, wenn man mit anderen spielt. Es gibt nochmal ein anderes Feeling, auch Escape from Tarkov, geschlossene Alpha ist ja auch sehr aktuell zurzeit. Allerdings sehr schwer mit Serverproblemen zu kämpfen, was ein bisschen traurig ist. Aber gut, was will man machen, ne? Es ist halt eine Krankheit anscheinend. Kilo. Bada bang. So, erstmal aufmucken, das ist immer das Wichtigste hier. So, warte mal, haben wir denn Level 10? Such mich, sagt er. Such mich, find mich. Greif mich an. Ich weiß gar nicht, was sie hier. Die sind bestimmt den ganzen Tag in diesem Spiel drin, weil die gar keine anderen Spiele spielen können. Davon gehe ich ja aus. Mal ohne Witz, ich meine, wer spielt das hier durchgängig, dieses Spiel? Also, ohne jetzt jemanden da zu nahe treten zu wollen, aber wer spielt dieses Spiel jetzt durchgängig? Weil ich gucke hier nur rein, setze hier ein paar Punkte hin oder vergebe ein paar Punkte, kaufe mir das eine oder andere. Ich habe immer noch sehr viele Billionen, sehe ich gerade. Komm, Level 100 müssen wir. Haben wir ja schon. Was, hä? Ach so, ich brauche. Ach so. Ich brauche, ach so, 6400. Okay, das dauert ein bisschen. So, hat er schon wieder was geschrieben, der Noobs.
Noob schreibt er. Er gibt zwar gerade keinen Sinn, aber okay. Ilemot, ja. Wartet mal, ich will mal gucken, welches Level wir hier mittlerweile sind. Wir waren zuletzt bei dem hier. Oh, das geht aber ratzewutz jetzt hier. Haben wir schon den nächsten. Das nächste Level. Oh, das geht auch so schnell. Krass. Was war das denn? War das eine Attacke? Floor unlocked. Mit der Hintergrundmusik nicht wundern, weil das Spiel hat keine Hintergrundmusik, außer das Geklicke. Was man sich da antun kann. Finde ich allerdings jetzt nicht so berauschend, sich das Geklicke anzuhören. Ihr hört ja bestimmt auch meine Mausklicke, das reicht ja auch. Ist ja auch schon... Oh, guck mal, das ist der Endgegner hier bei dem Level. Jetzt geht's immer weiter. Wir kommen weiter. Die haben bestimmt neue Level gemacht und so ein Kram. Flur anlagt, also das geht ziemlich schnell hier. Also wenn man natürlich diese Dinger da levelt, diese Minions sind das ja. Die Haustiere. Aber ich weiß, also wir gucken gleich mal, wie es ist mit dem Kampf. Das habe ich echt noch nie gemacht. Das sehe ich hier zum ersten Mal. Es gab ja auch, also das Spiel wird ja ständig geupdatet. Das ist ja auch so ein Spiel, das lässt nicht nach. Es hört nicht auf, obwohl es einfach gestrickt ist. Das muss man ja ganz klar dazu sagen. Es ist ja wirklich einfach gestrickt. Das Einzige, was hier richtig groß animiert sind, sind die Zähne. Aber das war's auch. Und ansonsten diese kleinen Figürchen, die sich da mal ab und zu mal bewegen. Und ab und zu fliegt ja noch diese Schmalzfliege hier entlang. Ich habe die allerdings jetzt noch nicht gesehen. Ach, guck mal, ist ja auch schon der Endgegner. Den kriegen wir auch schon platt. Wir machen mittlerweile 1,145 Millionen Schaden. Das ist ziemlich cool. Und wir schaffen das locker in der Zeit, diesen Boss zu killen. Aber ich glaube, der nächste, der wird schwierig auf jeden Fall. Das ist ja immer so. Aber wie gesagt, jetzt sammeln wir an sich, sammeln wir jetzt nur diese komischen Zähnchen ein, das war's. Hat er jetzt schon wieder eine Nachricht geschrieben? Warte mal. And is there something wrong with that? Ja. Also viele Russen sind auch hier drin. Ich weiß gar nicht, ob das ein russisches Entwicklerteam ist. Entwicklerteam ist bestimmt nur ein einziger dran. Und dann auch nur am Wochenende ab und zu mal ein bisschen was machen, ein paar Werte verändern oder so. Oh, Flur anlagt. Ja, aber es sind einige tätig auf jeden Fall im Chat. Und hier auch in der Liste hier rechts sind auch einige drin. Geordnet nach Sonderzeichen, Zeichen, genau. Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben. Sind ja interessante Namen auf jeden Fall. Kreative vor allem. So, Flur anlagt oder was ist hier los? Wie viel haben wir denn? 6 von 10. Es ist natürlich richtig atemberaubend hier. 7 von 10. 8 von 10. Gleich ist der nächste Flur anlagt. Aber es wird schwieriger. Man merkt es auf jeden Fall. Es reicht schon gar nicht mehr aus eigentlich. Die meisten Zähne macht man übrigens immer mit einem Boss. Das ist natürlich eine quälende Klickerei jetzt hier. Ich glaube, wir ruhen uns hier aus bei diesem Boss. Ach ne, da bringt überhaupt nichts ein so. Wir ruhen uns aus bei diesem Boss. Genau. Und machen einen Angriff. Ja. Time. Ach, nicht falsch verstehen, ich verstehe es nämlich nicht. Hä? Ah, ihr habt die an der Brust getroffen. okay. Was? ist jetzt irgendwas passiert? Irgendwas anderes? Ich habe das jetzt nicht so wirklich verstanden. Wir machen nochmal. Oh, die ist ja nackt. Svenja. Das passt ja. Svenja, ich greife dich an. In deinen Mund. Knie, Oberschenkel. Ja, ich... Ich verstehe es nicht. Hä? Was muss ich hier machen bei diesem Spiel? Oder bei diesem Game-Modus? Auf jeden Fall, wenn die Zeit abläuft, muss ich mal lesen, was da steht. Oh.
Okay, Svenja hat gewonnen. Glückwunsch, Svenja. Oh, da ist die Missmade. Ich messer dich. Tiesknocker. Achso, jetzt ist hier Special und so. Ah, ich habe doch hier auch noch Specials. Die habe ich ja gar nicht mit eingebracht. Oh, das muss ich ja mal machen, glatt. Ach ja, und ich habe noch ein neues Spiel im Aussicht. Wo wir hier gerade so ein lustiges Spielchen spielen, was so ein bisschen merkwürdig ist mit den ganzen Artwork und so. Und zwar nennt sich das Agoni. Agoni, oh, wie ist das Dingens? Handelt von einer Seele, die in der Hölle gelandet ist und möchte gerne aus der Hölle treten. Ich glaube, dass die Geschichte so ist. Ich weiß aber allerdings nicht, ob es die Geschichte schon so gibt in diesem Maße. Aber ich meine, es hätte so einen Hintergrund, dass man halt als Seele da, als verlorene Seele, glaube ich, in diese Hölle gelangt und man trifft auf andere verlorene Seelen und man muss tatsächlich überleben und tatsächlich dort entfliehen, so wie ich das gesehen habe. Aber man muss auch einen Dämonen befreien und man kann mit seiner Seele in diesen Dämonen reindringen und kann dann da richtig randalieren. Ich stelle mir das Ganze so vor wie bei Doom, bei diesen dicken Dämonen da halt, die du da auswählen kannst oder wie auch immer, die halt sehr Special-Attacken auch drauf haben. Und dasselbe gibt's halt da, nur halt, dass es halt kein Shooter ist oder sowas, sondern es ist eher mehr so Verstecken und so ein Kram, wie Outlast kann man fast schon sagen, obwohl Outlast war ja mehr geskriptet. Ist eine interessante Welt. Agoni, werde ich mir auf jeden Fall, die Entwickler haben geschrieben, dass man sich mal ruhig melden sollte da, falls man ein YouTuber ist. Und das werde ich einfach mal machen und vielleicht sagen sie ja, oh, der ist ja richtig gut. Komm, wir versuchen ja nochmal so ein Battle hier. Say what, nigga. Okay. Habe ich jetzt mehr Zeit dadurch bekommen oder eher nicht so? Ist es langsamer? Es ist definitiv langsamer, ich weiß aber nicht, warum das definitiv so langsam ist. Ich meine, habe ich damit Vorteile, habe ich damit keine Vorteile? Was ist hier los? Warum kriege ich hier die ganze Zeit Meldungen von irgendwelchen Spielen? Auf einmal. Oh, die Lupe. Oh, die Lupe. Oh. Okay, das habe ich schon wieder verloren. 390. Ich war ein bisschen besser als gerade. Ja, dann machen wir einfach noch ein Battle, ne? Also, ich finde das ein bisschen stumpf, finde ich das. Vor allem, ich bin nackt. Was ist denn los hier, ey? Ich habe jetzt einfach mal alle aktiviert. Vielleicht hilft das ja. Oder vielleicht ist das einfach auch nur verhängnisvoll für mich. Ah! Also, es passiert nichts anderes bei diesem Spiel, ja? Also, wer das gerade zum ersten Mal sieht, hier passiert nichts mehr. Hier passiert einfach nichts mehr. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere schon längst schon weggeschaltet hat, weil, was ist los hier? Nix ist los hier. Mörder. Ich bin einfach schlecht. Ja, okay, das war's von Inside die Clicker. Wir haben uns das mal, wie gesagt, angeguckt mal. Hier, hat sich hier verändert. Es hat sich auch ein bisschen was verändert, aber nun gut. Ich muss auch mal Luft holen beim Reden, ne? Irgendwann mal. Aber okay, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Incendi Clicker, vielleicht sehen wir uns in ein paar Monaten wieder mit diesem Spiel. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.